Alle 4 Wochen wird dieser Rettungswagen zur mobilen Zahnarztpraxis. Notfallequipment raus, Zahnarztutensilien rein. Die Zahnarzthelferinnen Nicole David und Traudl Probst haben gestern alles eingepackt, was sie dafür brauchen. Das ist die Absaugung, wo man einfach das Wasser von der Einheit wegsaugt und am Patienten, da ist der Speichelzieher, da ist der große Sauger. Und die 2 Sachen sind so mein Ding. Und das ist ein Chefsellplatz praktisch. Das pieselt bloß. Etwas mehr Wasserdruck. Fast. Es ist ein Aufwand von der Praxis, das alles in der Praxis zusammenpacken, ins Auto zu packen. Wir haben 2 Stunden und dann eine gute halbe Stunde zum Aufbauen. Ja, und in der Praxis bis wir wieder alles verräumt haben. In Rollcontainern und Koffern steckt ein kleines Behandlungszimmer. Wert rund 25.000 Euro. Wenn alles vorbereitet ist, kommt auch ihr Chef, Zahnarzt Ernst Binner. Schönen guten Morgen zusammen. Seit knapp 10 Jahren steht er mit seiner mobilen Zahnarztpraxis einmal im Monat hier am Pflegeheim in Bogen bei Straubing. Routine also, aber... Ja, spannend ist auf jeden Fall. Sie können nichts voraussehen. Das ist es. Also man kommt an die Patienten, manchmal, wenn es demente Patienten zum Beispiel sind, kommt man gar nicht ran. Kann zum Beispiel sehen, dass die während der Behandlung auf einmal an den Reflex gehen und zumachen. Und die haben einen Bohrer drin und zum Beispiel, oder wenn wir einen Zahn ziehen, wir kommen nicht mehr weiter. Und es fängt das Bluten an. Was tun wir dann also da drinnen? Dann kommen also praktisch also Notfallmaßnahmen. Das kann alles passieren. So, dann schauen wir mal. Was er nicht weiß, genau so ein Patient erwartet ihn heute noch. Auf geht's, Frau Roman, gehen wir zum Zahnarzt. Die erste Patientin dagegen ist nicht dement, dürfte ein unproblematischer Fall sein. Langsam. Super. Amalie Ammann ist seit einem Schlaganfall körperlich eingeschränkt. Sie wird wie alle Patienten auf einer Trage zum Zahnarzt gebracht. Hier im Heim ist das Umbetten einfacher. Sie ist froh darüber, so problemlos zum Zahnarzt zu kommen. Weil ich nicht gehen kann und das ist... so schlimm für mich, da irgendwie zu meinem Zahnarzt zu kommen. Gut, passt. Sie ist warm eingepackt, obwohl der Rettungswagen geheizt ist. Die Trage kann der Zahnarzt bequem auf die Höhe fahren, die er für die Behandlung braucht. Mama, einen schönen guten Morgen. Grüßen, Dana. Schauen wir mal wieder. Ja. Okay. Wie geht's denn? Haben wir Probleme? Zahnschmerzen? Ja. Irgendwas? Keine Entzündung? Ja. Nichts drinnen? Dann schauen wir mal, gell? Macht man unser Licht an? Wunderbar. Dann gucken wir mal, was wir da alles haben. 6er ist übergewohnt. Ja. 5er übergewohnt. Zahnfleisch schaut auch nicht schlecht aus. Sie haben auch kein Karies oder kein Loch. Aber ein bisschen Belag ist drauf. Und den werden jetzt meine Mitarbeiterinnen noch entfernen. Mhm. Und dann sind sie für das nächste Viertelhalbjahr wieder mal sehr gut gerüstet. Bin gut dabei. Wiederschauen. Und jetzt machen wir einen Zahn ständig. Eng ist es im Rettungswagen. Und für das gesamte Zahnarztteam beschwerlicher als in der Praxis. Nein, es ist ein bisschen anders vom Halten her und vom Biegen her. Weil eigentlich sitzt man ja, ne? Und das ist halt einfach eine Gewohnheitssache dann. Im Käfer ist, ja. Wobei, wenn man an der Zeit herin ist, ist es dann nicht mehr so cool. Da ist hier wirklich schon. Amalie Ammann hat's geschafft. Zahnkontrolle und Zahnreinigung in einem. Das merke ich schon. Das sauber sein. Geht's ja noch gut? Ja. Zurück im Pflegeheim. Für Resi Toffel ist die mobile Zahnarztpraxis eine echte Hilfe. Sie müsste sich sonst um Termin und Transport zur Praxis kümmern, außerdem eine Pflegekraft mitschicken, die ihr dann hier fehlt. Und? Der Zahnstatus hat sich wesentlich besser, seit der Dr. Binner kommt. Die Leute kommen von daheim, haben jahrelang keinen Zahnarzt gesehen, weil sie ja bettlägerig waren, wie sollen die zum Zahnarzt kommen. Die Leute essen wieder besser. Man merkt, von der Gesundheit her geht es ihnen wieder besser, wenn die fauligen Zähne oder dieses rausgerissen wird. So ähnlich war es auch bei Amalie Ammanns Zimmernachbar. Reinhard Siedersbeck hat der Zahnarzt vor 4 Wochen 2 Zähne gezogen. Zur Nachkontrolle muss er jetzt nicht mal aus dem Haus. Super, Herr Wolf, das hat sich alles schon eigentlich ganz gut stabilisiert. Ja. Da drinnen. Na, da müssen wir ja gar nichts machen, das freut mich sehr. Ja. Weil die Fäden, die wir rein haben, die haben sich selber schon aufgelöst. Das ist ganz gut. Wenn jetzt das ganz auskalt ist, dann werden wir den Oberkiefer mal nachfüttern müssen. Der muss ein bisschen besser passen dann. Können wir dann da nicht
zu so Stifte einsetzen. Man kann Implantate auch machen, ist halt sehr teuer, weil das zahlt die Krankenkasse nicht, das ist das Problem. Aber wir bringen ja auch die Prothesen schon so hin, dass sie besser hält. Wir machen das schon gut. Wir schauen schon nach, dass hier das gescheit hat. Das ist ein eingespültes Team, das kennst du. Zahnarzt Ernst Binner ist der Einzige in Bayern, der so arbeitet. Seine Leistung bekommt er ganz regulär bezahlt, aber... Das Fahrzeug ist ja auch kostenmäßig betroffen. Und diese Kosten, das sind so zwischen 50 bis 70 Euro in der Stunde, können wir derzeit nach den rechtlichen Situationen nicht umlegen. Das heißt, würden es wir zahlen müssen, sollen wir drauf, macht es keiner. Ernst Binner muss den Rettungswagen nicht bezahlen, weil der dem Roten Kreuz gehört, das auch Träger des Seniorenheims ist. Er verdient hier trotzdem viel weniger als an einem Praxistag. Dort eilt er von Zimmer zu Zimmer. Im Rettungswagen schafft er höchstens 20 Patienten am Tag. Der geringere Verdienst dürfte der Grund sein, warum es noch keine Nachahmer in Bayern gibt. Für Ernst Binner ist es ein persönliches Anliegen. Weil also meine Mutter jahrelang sehr dement war und ich habe gesehen, wie das da hingeht. Und wenn man da eben zusehen muss, wie also auch die ärztliche und zahnärztliche Betreuung da also Probleme macht. Und darum haben wir gesagt, wir brauchen ein Konzept, wo man das auf wissenschaftlich sinnvoller Basis, hygienischer Basis umsetzen können. Und darum haben wir das Konzept ins Leben gerufen. Die größte Herausforderung sind schwer demente Menschen wie Georg Kraus. Er ist seit kurzem im Heim, versteht nicht, warum er sich auf die Trage legen und zum Zahnarzt soll. Zuletzt hatte er stark abgenommen. Der Herr Kraus, der hat einen ganz schlimmen Zahnstatus. Er hat noch einige Zähne im Mund, macht ganz schlecht auf. Ich komme praktisch schon schwer an ihn ran. Man kommt schwer an ihn ran, er kann kognitiv überhaupt nichts umsetzen. Also ich bin dabei und versuche ihn mit Tom, Tom ist sein früherer Name für die Spätzle, mit Tom an ihn ranzukommen. Überraschung, schau mal. Resi Toffel bleibt als Vertrauensperson bei Georg Kraus, beruhigt ihn. Hey, kein Problem. Nur mal anschauen, keine Sorge. Ganz toll machen Sie das. Genau, wunderbar. Ja, der Walk ist auch schon der Knochen ziemlich stark abgefallen. Die Untersuchung lässt Georg Kraus gut über sich ergehen. Bei der dringend notwendigen Zahnreinigung verhindert ein Sperrkeil ein Zubeißen. Sehr gut, wunderbar. Optimal. Genau so muss es sein. Ja. Das brauchen wir, Tom. Wow, perfekt. Super. Ja, hat er schon. Ja, das ist super. Jetzt haben wir so viel mitgemacht. Ganz gut gemacht. Ganz prima. Ja, also wesentlich besser kooperiert, als ich gemeint habe. Wir haben also einen Keil drin gehabt, der also einen Patienten geschützt hat da drinnen. Wir haben jetzt auch wirklich schon viel erreichen können. Das war schon ganz gut. Aber der nächste Schritt, den müssen wir jetzt dann in der Praxis machen, weil jetzt braucht man dann ein Röntgengerät dazu. Ein anstrengender Tag für Zahnarzt und Helferinnen geht gut zu Ende. Wenn ein Patient Danke sagt oder wenn er sagt, boah, jetzt habe ich keine Schmerzen mehr. Und das ist so eine Herzenssache. Und da geht man dann heim und denkt man, okay, jetzt halt, das war ein guter Tag. 16 Patienten haben sie heute versorgt. In 4 Wochen kommt die mobile Zahnarztpraxis beim Pflegeheim Bogen wieder vorbei.